SA Tool Systems. Dieses Verbundglasreparatursystem wurde von KSA und Aegis konzipiert, um professionelle Steinschlagreparaturen mit geringem Zeitaufwand durchführen zu können. Der Satz enthält diese robuste Injektoreinheit samt flexiblem Verbindungsschlauch mit Schnellkupplungen. Dazu je ein 3/16 Zoll und ein 3/8 Zoll Adapter. Eine Über- und Unterdruckpumpe mit Manometer. Einen Inspektionsspiegel. Eine UV-Batterieleuchte inklusive Batterien und Halter. Jeweils 10 ml Reparatur- und Deckharz. Je 3 Injektordichtungen in den Größen ID10 und ID16. 5 Injektionsspritzen und 3 Nadeln. 25 Müllarplättchen. 6 Schaberklingen. Und ein Fläschchen Glycerin zur Pflege des Sauggummis. Mit diesem System sind sogar Reparaturen an vertikalen Scheiben, zum Beispiel bei LKW und Omnibus, möglich. Sie erhalten dieses Komplettsystem im stabilen Kunststofftragekoffer. So hat alles seine Ordnung und Sie sind jederzeit gerüstet für den mobilen Einsatz. Jetzt wollen wir Ihnen demonstrieren, wie schnell, einfach und sauber Sie mit diesem System arbeiten können. Zuerst wird die Schadstelle gründlich gereinigt. Schmutz und kleine Glassplitter müssen vollständig entfernt werden. Wir empfehlen hierfür unseren KSA Glass Cleaner. Nun beginnt die Montage des Systems. Der Inspektionsspiegel wird im Fahrzeuginneren angebracht und dient der Überwachung der folgenden Arbeitsschritte. Die Injektoreinheit wird mit der gewünschten Adaptergröße bestückt und direkt über der Schadstelle positioniert. Pumpen Sie die Luft aus dem Saugnapf, bis die rote Linie an der Pumpe nicht mehr zu sehen ist. Nun kann das KSA-Reparaturharz eingefüllt werden. Mit der Spritze wird ungefähr 1 ml aufgenommen und auf die Schadstelle gegeben. Im nächsten Schritt schließen wir die Über- und Unterdruckpumpe an. Dank der Schnellkupplungen geht das zügig und ohne zu schrauben. Die Pumpe wird nun auf Unterdruck geschaltet. Einfach den oberen Metallring nach oben schieben. Jetzt wird ein Unterdruck von etwa minus 1 bar aufgebaut und 5 bis 7 Minuten gehalten. Dadurch werden Feuchtigkeit und Lufteinschlüsse aus der Schadstelle gesaugt. Direkt im Anschluss wird der Überdruck erzeugt. Für 10 bis 15 Minuten pressen etwa 2 bar das Reparaturharz in jede noch so kleine Ritze der Schadstelle. Bei Steinschlägen, die länger als 6 Monate zurückliegen, sollte die Zeit verdoppelt werden, also etwa 20 bis 30 Minuten. Danach wird das System entfernt. Zum Versiegeln geben wir einen Tropfen KSA-Deckharz auf den reparierten Steinschlag und decken es mit einem Müllarplättchen ab. Die UV-Leuchte härtet die Harze innerhalb von 10 Minuten aus. Nun noch das überschüssige Harz mit einer Schaberklinge entfernen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Klinge senkrecht gehalten wird, um Kratzer auf der Scheibe zu vermeiden. Reinigen, fertig. Sie haben gesehen, wie einfach und sauber mit dem KSA Aegis Verbundglasreparatursystem ein Steinschlag in kürzester Zeit repariert werden kann. Dabei ist zu beachten, dass das Gerät die Reparatur quasi selbstständig durchführt. Alle Komponenten und Verbrauchsmaterialien sind einzeln erhältlich und können jederzeit bei uns nachbestellt werden. KSA Tool Systems, Autoglas-Spezialwerkzeuge und Chemieprodukte. Kompetenz und Know-how vom Autoglas-Profi.